Das war ja jetzt eigentlich nicht so schwer, da musst du ja bloß angreifen. Die eine Marke da ist ja eigentlich egal, wohin. War ja eh immer in der Unterzahl. Ich konnte ja eh danach nicht. Ich konnte ja mit denen nicht blocken. Also habe ich mit denen halt angegriffen. Also was bringt mir das, wenn ich eh nicht blocken kann? Kann ich mit denen auch angreifen? Ist halt einfach so. Akum Höllenhund. Ja, macht keinen Sinn, ob ich erst den Akum Höllenhund und dann den Hallenwaran oder umgekehrt spiele, glaube ich. Das war jetzt. War unwichtig. So habe ich halt das Gebirge auch noch für Landung. Gleich. Hätte ich es, glaube ich, andersrum gemacht, hätte ich jetzt erst das Gebirge, dann den Hallenwaran, dann das Gebirge, dann den Akumhöllenhund, hätte Landung für den Akumhöllenhund. Nachher nicht mehr getriggert, wenn ich kein Gebirge gezogen hätte. Ja, ich glaube, so rum ist schon gut. Ist es dasselbe? Ich habe gerade nicht auf den Namen geachtet. Vielleicht lebe ich auch schon wieder in irgendwo. Aber der hatte doch auch das hier. Gut. Ist auch egal. Ich mache jetzt einfach schneller. P-Face Killer. Ich glaube, das war nach vorne anderer. Ich habe nicht so. Ich habe die Namen nicht mehr so geachtet, ne? Oh, guck mal. Ein brennendes Drachenfeuer. Damit war das mit dem Akum-Höllenhund übrigens. Oh, ich habe noch eine Kreatur zum Blocken. Kappa. Aber der kann doch gar nicht blocken. Ja. Genau das ist so. Andere Ritter, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 1. So ein Ding ist es. Irgendwas. Tappe bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl. Okay. Gut. Dann kann ich halt nicht angreifen. Das ist jetzt erstmal nicht das Problem. Bestimme Blocker. Ja, hier. Ja gut. Stört mich jetzt auch nicht.
Aha, er macht mal Schaden. Ich habe 6 Gebürde, ich habe nichts auf der Hand. Okay. Hält die auf. Cool. Nett. Oh, ich habe auf keine Angriffe gedrückt. War jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, die wären eh nur draufgegangen. Oh ja, die wären definitiv nur draufgegangen. Und guck mal, noch ein Kurzschwert. Nett. Was blocken wir denn? Ach komm, wir blocken hier ein bisschen was, wir blocken da ein bisschen was und wir blocken hier noch ein bisschen was. Wir haben trotzdem verloren. Jetzt läuft es gerade mal rückwärts. So ein bisschen. Ein Dschungeljäger, der wieder verschwindet. Oha. Damit ist der Höllenhund in der Hölle verschmoren. Ja. So kann man es sagen. So, das geht ja nicht. Abandon. Abandon. Wald. Wald, lauter Wälder. Fesselung der alten Götter. Zerstöre eine bleibende Karte, damit die kein Land ist und dein Gegner kontrolliert. Suche deine Bibliothek nach einer Waldkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach.
Tada! Ich mache die einfach stärker. Dann greife ich an. Zerstöre die. Und beende den Zug. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ja, weg. Du hast keine Kreaturen. Schade auch. Ein Anax. Als eine Kreatur der eiserne Kampfschaden verhindere den Schaden und lege eine +1/+1 Marke. Okay. Wenn er angreift oder blockt, erzeuge einen 3-3 grünen Bestie-Kreaturen-Spielstein, du erhältst 3 Lebenspunkte, ziehe eine Karte. Okay. Greif mal an. Einfach mal so. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Oh. Oh doch nicht. Oh doch, da lieber. Aber wir verstärken die mal dennoch, ne? Hm. Oh, guck mal, was holst du denn? Ach, du ziehst eine Karte. Schwupp. Ach, nö, komm, da Makel, tschüss. Was wäre das jetzt? Mit 1, 4. Wow. Ach, du greifst einfach mal an. Ach, 2 Lebenspunkte. Ach, warum auch nicht, ne? Oh, guck mal, ein Gebirge. Vor allem, der hat auch noch Wachsamkeit.
Ja, für ihn ist es wirklich gerade nice. Guck mal, noch mal eine Karte ziehen. Oh. Man merkt, es ist spät. Der Tag war lang. Nichts läuft. Wollt mal einmal gewinnen. Wenigstens einmal. Wenn du bestimmte Länder tappen willst, um einen Zauberspruch zu wirken, tappe 7. Ja. Holy Flame 132. Gegner. Guck mal, endlich mal wieder Torbahn. Da fühle ich mich doch gleich viel sicherer. Da bist du das Goblin-Geräusch. Nö. Ich greif nicht an. Sehe ich gar nicht ein. Ich greif jetzt gar nicht an. Nur über meine Leiche greife ich an. Aha. Aha. Tschüss. Jetzt greife ich an. Guck mal, den kenne ich doch. Ich kann die Geräusche nicht nachmachen. Das ist so wie die versuchen, irgendeine Sprache zu sprechen, aber man kann zum Beispiel so nasale Worte nicht aussprechen, wie zum Beispiel. Oder das. Das. Okay. Wenn jeder Schaden auf jeden macht hier. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Oh, guck mal, ein Feuerklingenstürmer. Okay. Okay. I understand the problem of your Zustand gerade hier. Oh, ein Akku-Krieger. Mhm. Der verursacht Trampelschaden. Der ist aber ganz heftig. Keine Blocks. Bringt mir ja nichts, ne? So, ein Gebirge. Dann ein tötendes Feuer. Und dann irgendwie versuchen, hier anzugreifen. Der Akum-Krieger wird jetzt hier platt machen. Ich wusste das. Kann hell sehen. Oh, ein Hammer. Mhm. Oho, oho, oho. Mhm. Cool. Hoppla, cool. Ui. So, was machen wir denn? Wir holen einmal.
Ja. Ich meine, er weiß, was er macht gerade, ne? Also. Vielleicht so ein weiß-rotes Deck. Das Deck zum weiß-roten umbauen. Einfach noch eine Farbe rein splashen. Oh. Ja, das hat's gebracht, ne? Das war nett. Sollte vielleicht mal wieder gewinnen. Wäre so ein kleiner. Tipp, den man so auf den Weg bringen könnte. Das gehende Portal klingt auch lustig. So. Wie viele Kopien in der Karte du bereits hast. Ah. Ach so, damit du nicht quasi beim Draften, wenn du dann nachher weißt, alle Karten, die behältst, ja, dass du nicht noch mehr davon bekommst. Kann man machen. Ist ja nur eigentlich nicht der Sinn des Draftens. Komm. Oh, ein grüner Drache. Der macht genau dasselbe wie der rote. Nur, dass der halt grün ist. Also ist quasi dasselbe in grün. Die Leute mit Rot-Grün-Schwäche würden hier gar keinen Unterschied sehen. Also jetzt wirklich wahrscheinlich. Ist ja nicht mal böse gemeint, das ist ja so. Oh, hoppla. Einfach mal aus dem Fenster klicken. Schaut auf den Drachen. Gut. Kommt da halt drauf. Ist mir auch erstmal egal. Was gerne mal vergessen wird, ich habe halt noch sowas hier. Okay. Ja. Stört erstmal nicht. Jetzt bauen wir uns mal hier wieder langsam und allmählich auf. So, jetzt holen wir mal ein bisschen Länder rauf. Mana Mana und einen Ehrentroll. So. Ein Troll also. Ja. So. Gutes Berührung. Oh, Typhusratten. Die haben ja schon von Hause aus Todesberührung. Nö. Dich nicht ein. Deine Todesberührung soll jetzt einmal gar nichts machen. Ich hol wieder Torbrand rauf.
Hör auf! Hör auf! Kleinvieh macht auch Mist. Kleinmist macht auch Vieh. Ich habe noch einen Torbrand auf der Hand. Der lässt sich, glaube ich, gerne ins Gesicht boxen. Ja, gut, jetzt greift das, was ich gerade gesagt habe, in die Tat hier noch um. Ich habe noch einen Torbrand auf der Hand. So, das heißt, wir holen einmal eins Gebirge auf Zelt. Dann einen Torbrand. Gehen auf weiter. Alle lassen wir angreifen und dann ins Face boxen. Block der Ehrentroll. Der Ehrentroll, der ist dann dadurch natürlich auch besiegt, aber er blockt den Ehrentroll. Oh, guck mal. Noch nie waren Länder so gut. Ja. GG! Bringt dir nichts, glaube ich. Hey, wir sind wieder Silberstufe 2. Ja, danke. Ich glaube, das Problem war gerade einfach der Gegner. Ja, der hat nicht aufgepasst, glaube ich. So. Höhnischer Laubwald Magier. Zwei beliebige, ein grünes. 2-3er Elfzauberer mit Bonus 3 beliebige. Wenn der höhnische Laubwald-Magier ins Spiel kommt und falls seine Bonuskosten bezahlt wurden, bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Alle Kreaturen blocken die Kreatur in diesem Zug, falls möglich. So, damit haben wir die Aufgaben erledigt. Wir haben mal schön Karten bekommen, ne? Tears of the Angels. WTF. Ja. Alles erstmal auf die Karte abwälzen, ne?